Also hier haben wir den Kimi, der ist schon ein anderes Kaliber, schon ein großer Hund mit meinem kleinen Mariechen. Aber es ist ja nie die Frage gewesen, ob er verträglich ist mit Hündinnen. Das ist ja ganz außer Frage. Es ist ein ganz reizender Hund im Grunde. Also auch ein Labi-Mix, aber da verglichen mit dem Nawat ist er natürlich fast doppelt so groß und schwer. So, und jetzt suchen wir mal eine Katze. Dove il gatto rosso? Vai. Genau. Schau mal, wo uns mein roter Kater wieder ist. Also mein roter Kater liegt unterm Auto, mag irgendwie jetzt im Moment nicht hervorkommen, es ist auch sehr heiß hier. Aber der Kimi ist hingegangen und hat sich eigentlich sofort wieder umgedreht. Jetzt schauen wir, ob wir da noch ein anderes Katzerle finden, das sich freundlicherweise anbietet für einen Katzentest. Das ist eine schwarze Katze, die ist nicht ganz so sicher wie mein roter Kater, aber der Kimi schaut überhaupt nicht hin. Gell, Kimi? Ha? Katzen gehen dir was den Buckel runter, ha? Ja, gell? Ja, Katzen sind nicht wichtig, ha? Das ist ein Pup, du. Schauen wir mal. Oh, ja, leider Gottes, also manche Katzen haben einfach die Nerven nicht, aber jetzt hat er sie gesehen. Und auch wenn sie sich bewegt, er ist eigentlich ziemlich sicher, dass er Katzen, dass er den Katzenwurst sind. Also ich würde sagen, er hat den Katzentest bestanden.